Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Pacific Drive. Ja, lange nicht gespielt, ne? Sag ich mal dazu. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wie das Ganze funktioniert hier. Ich weiß nur, es ist Sturm aufgezogen, auch bei uns jetzt hier. Und wir brauchen den Verschrotter, um ein bisschen Material zu farmen hier. Boah, ist das laut. Alter Schwede, hey. Der Sturm, der macht mich irre. So, Gummi brauchen wir definitiv auch hier, ne? Von den Offroad-Reifen. Gucken, wie lange der Verschrotter noch hält. Nehmen erstmal alles mit. Wir müssen definitiv auch einen Verschrotter wieder mitnehmen. Ja. Okay. Moment. So. Die brechen wir auf. Und, oh, alter Schwede, was für Loot hier drin. Krass, kacke. So, wie gesagt, den Verschrotter, den können wir ruhig jetzt noch alle machen hier. Nehmen wir die Stahlplatte noch mit. So. Alles einheimsen, was hier noch so rumliegt. Dann bauen wir uns noch einen neuen Verschrotter. Und dann werden wir hier die Karre definitiv noch restlos auseinandernehmen. So, den Gummireifen hier. Ja, hat nicht mehr ganz gelangt. Okay, haben wir denn noch einen Verschrotter im Inventar? Ne, haben wir nicht. Da bauen wir uns mal schnell ein. Gehen wir hier zu unserer kleinen Werkbank und da können wir einen Verschrotter bauen. So. Den brauchen wir dann auch für unsere nächste Reise ins Niemandsland. So. Gummi auf jeden Fall hier. So. Und zack, die gepanzerte Platte nehmen wir auch mit. Weiß ja gar nicht, wie das ist. Können wir uns jetzt auch schon eine gepanzerte Platte bauen? Weil ich ja die ganze Zeit hier gepanzerte Platten auseinandernehme. Das wäre ja mal cool. Ne? Den Gummi nehmen wir noch mit hier. So. Na komm. Zack. Haben wir alles. Dann gehen wir nochmal zum hilfreichen Müllcontainer. So. Sehr schön. Oh Gott. Nee. Eine Konserve. Ne? So, Klebeband, Konserven, haben wir alles. Dann brauchen wir noch Elektroteile, weil wir brauchen irgendwann mal das Elektriker-Kit. So. Wie gesagt, nehmen wir alles mit, packen wir alles in den Spind. Das Radio können wir noch hier wegmachen. So. Alter, das ist ja übelst laut, ey. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier an unseren verbesserten Spind und gucken mal, was wir da reinflacken können noch. Ein bisschen was können wir definitiv noch reinflacken hier. Ja, das ist schon alles nicht mehr. Chemikalien würde ich mal mitnehmen auf die Reise. Zwecks Reparaturkit, falls wir eins brauchen. So, und dann haben wir hier immer noch einen Spind. Immer noch einen Spind, genau. So, vielleicht können wir dort ein paar Fackeln rein. Mit ein paar Fackeln nehme ich auch mal mit. So. Das ist ein Stahlblech. Aus dem können wir bestimmt irgendwas bauen. Das kommt schon nicht mehr hier rein. Fackeln. Könnte ich noch einen großen Spind bauen eigentlich? Wir gucken mal kurz. Befreier können wir bauen. Befreier ist zwar kein Präzisionsschneidewerkzeug, mit seinen kleinen Sprengladungen können wir trotzdem einzelne Autokomponenten zaubern. Soll ich welche raus drin? Ja, weiß ich nicht. So, Stahl haben wir auf jeden Fall. Stahltür, aber ich will halt gepanzert, ne? Offroad-Reifen haben wir, glaube ich, alles dran. Turboleitmotor fehlt uns noch was. Und zwar, ja, drei Stahlbleche und Thermosaftkristall fehlt uns jede Menge. Impulseremiter, es handelt sich über einen schlechten Wortwitz, sondern um ein sorgsam kalibriertes Gerät, das pro Sekunde 1000 elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstoßen kann. Dieser Generator erschwert es vielen organischen, elektroorganischen Wesen, sich im Auto festzukrallen oder es zu beschädigen. Okay. Plasma, elektronische Bauteile, Kupferdraht und Metallschrott. Gut. Dann schauen wir mal kurz, der Impulseremiter-Zustand. Ich würde gerne wissen, wo ich den befestige. Okay. Ich würde jetzt gerne wissen, wo ich den befestige. Wahrscheinlich aufs Dach, ne? Habe ich den jetzt rangemacht?
Moment. Ich hab den rangemacht, ne? Jupp, der ist jetzt hier verbaut. Oder habe ich den neu reingepackt? Ich habe den neu reingepackt. Oh. Ach, wir haben ja schon einen. Wir haben noch einen. Oh Mann. So, hier können wir ihn nicht befestigen. Können wir den als Antenne vielleicht hier vorne irgendwie? Nee. Das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Ich kann den nicht ranmachen. Dann muss ich vielleicht noch mal in unser Logbuch schauen hier. Fahrzeugfähigkeiten, ja, am Steuer. Moment. Umwandler. Pulsieren das Herz, Blitzhäschen, das sind unsere Feinde, ne? Arkgerät, 9-Volt-Batterie. Glasscherben, Plasma, Metallschrott, Thermosaft. Auch den Impulseremitter. Stoßstangen. Anker knackst zu Trümmer, okay. Basketball, Verschönerungsmaschine, Lackregal. Batteriegenerator, hier müsste wahrscheinlich dabei sein. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Alles noch nicht gefunden hier. Ne, ist hier also nicht dabei. Antennen. Spotlight. Okay. Kühlerfiguren ist auch nicht dabei. Aber eine Antenne könnte das Sperrgebiet ausrangiert. Nee. Hier ist tatsächlich nicht dabei. Kann ich den hier erstmal. Ich hätte ich das gewusst, ey, dass wir den schon haben. Heckstoßstange, da steht's. An der Heckstoßstange. Oder an der Frontstoßstange kann ich ihn anbringen. Geht aber nicht. Das geht nicht. Wahrscheinlich muss ich die erstmal reparieren, oder? So, warte mal. Habe ich ein Reparaturkit eigentlich am Start? Nee, habe ich natürlich nicht. So, Moment. Reparaturkit da. So. Vielleicht muss ich die erst reparieren, weil die so im gelben Zustand hier sind. Also hier, ne? Stoßstange aus Stahl. So. Ja, kommt nämlich dann immer Heckstoßstange, Frontstoßstange. Aber ich kann ihn nicht befestigen. Ich brauche da bestimmt noch irgendein Gestell oder sowas. Mist. Oh, und hier habe ich keinen Platz mehr. Oh. So ein Dreck. Habe ich hier in meinem Karton noch Platz? Ich habe im Karton noch Platz. Sehr schön. So. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein Gestell. Was für ein Gestell brauchen wir denn da noch? So, wir gucken mal. Verbesserte Antenne, Ausrüstung, Schnellzapfsäule. Autoteilspind, größerer Spind, Autoteilspind. Ist alles noch verriegelt hier. Analysemodul. Fehlt uns noch labile Energie. Okay, Leiterplatte, Carbonglasfaser. Könnten wir als nächstes mal machen. So, wir gucken mal hier. Überlebenswerkzeuge. Reiher, Magnethammer. Hier ist es bestimmt auch nicht dabei. Beleuchtung ist auch nicht dabei. Karosserie. Gepanzerte Platte, ja, es fehlt uns überall noch, ne? Tür mit Bleischicht, Platte mit Bleischicht, abgeschirmte Stoßstange. Das muss schon bei Karosserie dabei sein. Oder halt bei Erweiterungsmodule, seitliches Gestell. Sitzgestell. Wenn ohnehin niemand sitzt, kann man dort auch gleich etwas anbringen. Okay. So. Wo machen wir das denn hin? Und ohnehin niemand hinten sitzt. Aha. So. Jetzt haben wir da das Sitzgestell. Kick mal, ob man eventuell jetzt
die Antenne daran machen können. Nee. Meine Tür hat's nicht kaputt gemacht, ne? Nee, da können wir sie nicht ranmachen. Gut. Guck mal weiter. So, Erweiterung. Seitliches Gestell. Sitzgestell haben wir. Ich sehe nichts. Dachgepäckträger haben wir nur noch. Aber Sitzgestell Teil 2 haben wir noch hier. Kofferraumkiste. Und verbesserte Kofferraumkiste. XL-Stauraum für das Dach. Ah, oh, shit. Leute, wir brauchen echt labile Energie. Wir müssen losziehen, müssen labile Energie holen. Es nützt alles nichts. Es nützt leider alles nichts, egal was ich hier tue. So, warte mal, haben wir eigentlich die Macke schon ausrangiert hier? So, wir haben nämlich, wenn Scheinwerfer schaltet sich ein, dann Tür hinten links öffnet sich. Genau. 3 von 4 korrekt. Okay, dann nehmen wir mal, wenn Scheinwerfer schaltet sich aus. Oder wir nehmen mal, wenn schaltet sich ein oder aus. Ja. Yes. Geil. Okay. Lösungen R2. Marke beheben, ja. Gelöst. Ja, Fehler behoben. Sehr cool. Cool. Cool, 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 cool. Dann laden wir noch meinen Motor. Weil ich habe nicht die ganze Zeit einen Scheinwerfer an. Warum auch immer. Warum auch immer. So, damit es heller ist wahrscheinlich hier drin. Heller von Sinn. So, Gesundheit noch voll machen. Und dann gehen wir mal unsere nächste Route planen. Wenn ich sehe, dass hier der Sturm sich hier aufhält, wäre ich ja mal dafür, dass wir mal hier hinfahren. 6 Stunden. Hauen wir mal vom Sturm ab. Dann gucken wir mal, ob wir mal ein bisschen Energie zusammengebastelt bekommen hier. So. Auf wie geht's, Burm? Auf wie geht's, Burm? Feuer frei, wieder zurück ins Abenteuer. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Und dann reisen wir wieder hier bei Pacific Drive. Bei Absturz sagt Let's Play. Ich habe mega Durst gerade. Wir müssen also erst hierher, ne? Denke ich mal. Ja, ich vermute, wir müssen erst zu E4. Da waren wir ja schon. Da ist ewige Stabilität. Das ist sehr schön. Und dann fahren wir direkt weiter. Zum nächsten Punkt. Ja, mal gucken, was wir an Energie einsammeln können. Ich meine, ein bisschen Energie brauchen wir, ne? Ein bisschen Ankerenergie. Müssen wir schon mitnehmen. Für unsere Karosserie. So. Gut. Gucken wir mal hier drauf. Wir müssen dahin. So, das heißt erstmal geradeaus, dann mit der ersten Abzweigung einfach links. Gut. Was ist mit meinen Scheinwerfern? Die sind beide nicht mehr so fresh, sehe ich gerade. Warum ist denn hier jetzt eigentlich Sturm? Ich bin doch vom Sturm weggefahren. Ich bin doch vom Sturm weggefahren. So, mit den Offroad-Reifen, das geht echt erste Sahne hier. So, die nächste müssen wir links. Die nächste müssen wir links. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wo das dann hier links geht. Hier geht's links. Oder? Ja, hier kommt gleich was. Hier ist eine Hütte und nach der Hütte geht's links, ne? Wenn ich das richtig sehe. Hier rechts ist auf jeden Fall was. Eine Werkstatt oder so. Und danach geht's nach links. Gut, pass auf. Dann halten wir hier ganz kurz an. Wir haben ja genug Zeit. Zeit und Gesundheit. So, moin.